Die Geschichte vom Weihnachtsmann Wunderkeks. Ein Weihnachtshörspiel von Jedida A. Hennig. Vorgetragen von Jedida und Freunden. Eines schönen Wintermorgens war Lehrer Huber, Klassenlehrer der Klasse 3c, krank geworden. Er war noch pünktlich wie jeden Morgen in sein Auto gestiegen. Aber eine seltsame Krankheit hatte ihn befallen. Da hatte er plötzlich aus heiterem Himmel im Auto vergessen, dass er Lehrer war. Er war statt zur Schule in ein nettes kleines Bistro gefahren, hatte sich einen schwarzen Kaffee, zwei Stück Kuchen und eine knusprige Laugenbrezel bestellt. Dann hat er aus dem Fenster geschaut und den Schneeflocken aufmerksam beim Herabsinken zugeschaut. Eine wahrlich spannende Angelegenheit, denn es gibt nun mal im Winter nichts Schöneres als glitzernde, funkelnde Schneeflocken, die im Sonnenlicht tanzen und sich dann wie ein wundervoller, schimmernder Teppich auf die Straßen legen. Was vorher grau und nicht gerade schön anzusehen, wie die alte, stillgelegte Fabrik gegenüber der kleinen Allee, in welcher das Bistro lag, in welchem nun der Lehrer seinen Kaffee schlürfte. Das war nun einfach weiß und glänzend und das Sonnenlicht, welches darauf hing, blendete den Lehrer. Er kniff die Augen zu, blinzelte ein bisschen, drehte sich um und dann wandte er sich voller Vorfreude seiner Butterbrezel zu. Er biss hinein und... Ja, aber was passiert denn wohl an einem Dezembertag, dem letzten Schultag eines Jahres, wenn der Lehrer statt zur Schule zu gehen, lieber in einem Bistro sitzt und den Schneeflocken dabei zuschaut, wie sie eine trübe, anzusehende Stadtlandschaft in eine romantische Winteridylle verwandeln. Nun, was Lehrer Huber treibt, das wissen wir nun, aber viel interessanter ist doch wohl, was gerade in der Klasse 3c passiert. Wollen wir doch einmal nachschauen, wie es in der Klasse zugeht, nachdem es zur ersten Stunde geklingelt hat. In der Klasse ist es still. Alle Schüler sitzen brav auf ihren Bänken und schauen erwartungsvoll zur Tür. Doch der sonst so pünktliche Lehrer ist noch immer nicht aufgetaucht. Der vorlaute Hannes steht auf und ruft laut in die Klasse hinein. Wenn der Lehrer Huber nicht kommt, dann kommt heute vielleicht der Weihnachtsmann. Hey Weihnachtsmann, kommst du zu uns? Wir wollen heute von dir unterrichtet werden. Die Kinder lachen über Hannes. Die ersten Kinder beginnen zu schwatzen. Ein paar Mädchen laufen zum Fenster und freuen sich über die Schneeflocken, die vom Himmel fallen. Ein paar Jungen spielen Fang und wieder andere werfen gefaltete Papierflieger durch den Raum. Doch plötzlich in der Klasse wird es still. Weit öffnet sich die Tür und herein rauscht auf einem Schlitten der Weihnachtsmann mit einem riesigen Sack auf dem Rücken. Ho, 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 Kinder, seid mir gegrüßt, Knaben und Mädchen der Klasse 3c. Da brauche ich erst einmal die riesige Wunschliste. Ho, 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 kommt mir vor,
als ob die auch jedes Jahr länger wird. Ha, da ist sie ja. Kinder, schaut einmal, wie lang alleine die Wunschliste der Klasse 3C ist. Könnt ihr das sehen? Die rollt sich ja bis ans Ende des Klassenzimmers. Ho, ho, ho. Wollen wir doch erst einmal schauen, was da alles draufsteht. Ho, 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 ho. Einen ferngesteuerten Roboterhund. Ein Barbie-Traumhaus. Ein paar Schlittschuhe. Ein Chemiebaukasten. Ein Star-Wars-Raumschiff. Eine Nähpuppe, ein Holzschnitzkasten, eine Nerf-Schießpistole, eine sprechende Puppe, ein Lego-Shima. Hier, Lego-Shima für mich! Na, 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 mal langsam, junger Mann. Vielleicht sollte ich doch erst einmal fragen, ob ihr auch alle brav wart in diesem Jahr. Und ob ihr euch überhaupt Geschenke verdient habt. Ho, ho, ho. Na, was sagt ihr? Klar, wir sind immer brav. Ho, ho, ho. Das denkt ihr also. Ihr seid alle so brav gewesen. Na, dann schauen wir mal, was meine schlaue Rute dazu sagt, die ich mitgebracht habe. Weihnachtsmann, das ist ja eine seltsame Rute. Damit kann man noch keinem wehtun, selbst wenn er das verdient hätte. Oh, ho, ho, du hast vollkommen recht. Das ist eine Zauberrute. Die sagt mir, was ihr alles so ausgefressen habt. Wollen doch mal hören, was sie sagt. Ho, ho, ho. Die Rute sagt mir, es gibt hier einen kleinen Jungen, der seiner Mutter immer Geld aus dem Portemonnaie nimmt. Und hier gibt es ein Mädchen, das alles, was sie selber an Schaden anrichtet, immer auf ihren kleinen Bruder schiebt, der sich noch nicht wehren kann, weil er noch nicht gelernt hat zu sprechen. Ho, ho, ho. Die Rute sagt mir, da gibt es einen Jungen, der zu seiner Mutter Hexe sagt. Er hat ihr schon einmal einen dreckigen Pullover an den Kopf geworfen. Oh, ho, ho, wenn die Rute weiter so saust, dann fürchte ich, keiner von euch wird heute ein Geschenk bekommen. Nein, ihr scheint alle gar nicht so brav gewesen zu sein, wie ihr mir am Anfang der Stunde erzählt habt. Ich fürchte, den schweren Sack hier, den muss ich wieder aufsetzen und die Geschenke, die werde ich wohl alle wieder zurückbringen an den Nordpol, wo ich wohne. Na dann, Kinder, dann werde ich mal wieder gehen. Halt, Weihnachtsmann, geh noch nicht! Es tut mir leid, dass ich meiner Mutter Geld gestohlen habe, Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. So. Es tut dir leid? Warum hast du es denn dann getan? Die Mutter erlaubt mir keine Süßigkeiten. Da kaufen wir eben selber welche. So ist das also. Und du denkst, wenn dir das heute einmal leid tut, dann bekommst du ein Geschenk von mir? Nein, mein lieber Hannes, da hast du dich getäuscht. Die Rute sagt mir, dass du die Mutter weiter bestehlen wirst. Ich kann dir wohl kein Geschenk geben. Meine Mutter hat genügend Geld. Die merkt es doch nicht nimmer, wenn ich etwas nehme. Oh, ho, 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 ho. Das denkst du also? Deine Mutter weiß sehr wohl, dass du sie bestiehlst und belügst. Ich sehe sie in der Küche sitzen
und deinetwegen weinen, denn sie fürchtet, dass sie etwas mit dir falsch gemacht hätte. Nein, Hannes, für dich habe ich dieses Jahr kein Geschenk. Ho, 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 will keiner mehr etwas? Tut keinem etwas leid, was er getan hat? Nun, Kinder, ihr macht mich sprachlos. Alle wollt ihr Geschenke, technischen Kram, Handys, Playstation, Lego, Frisierpuppen, Schminke. Aber brav sein wollt ihr nicht. Ich bin wohl nicht mehr auf dem neuesten Stand, wie es hier auf der Erde läuft. Da muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Es gab noch einen Wunsch. Ein Kind, welches sich keine Geschenke gewünscht hat, sondern etwas anderes. Ah, da ist sie ja. Anne Rose. Wo bist du, Anne Rose? Tritt einmal zu mir. Du, mein Kind, hast einen frommen Wunsch gesprochen. Möchtest du ihn laut vor allen anderen Kindern sagen? Ja, ich möchte, dass meine Oma Anneliese wieder ganz gesund wird und für immer bei uns bleibt. Nun, meine kleine Anne Rose, es ist ein Wunsch, bei welchem du wahrlich deine Liebe zu deiner lieben Oma gezeigt hast. Und doch, ich kann dir deinen Wunsch nicht erfüllen. Oh, ich habe heute Nacht mit deiner lieben Oma Anneliese gesprochen. Sie ist sehr alt und sehr krank. Ihr schmerzen die Hände und die Füße und sie kann kaum noch eine Nacht schlafen. Sie wünscht sich sehr, diese Erde hier zu verlassen. Sie möchte wieder bei Opa im Himmel sein. Kannst du das verstehen, liebe Anne Rose? Ja. Ja. Aber deine Oma Anneliese hat mir versprochen, dass sie noch die ganzen Weihnachtsfeiertage bei euch bleiben wird und ihr gemeinsam feiern könnt. Erst dann wird sie euch verlassen. Du kannst dich also in aller Ruhe von ihr verabschieden, mein Kind. Ja, Weihnachtsmann, da freue ich mich. Und? Ho, 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 ho. Wenn du deiner Oma eine Freude machen willst, dann lies ihr eine Geschichte aus dem alten kleinen Buch von ihr vor, das sie auf dem Nachttisch liegen hat. Das sind Märchen aus ihrer Kindheit. Sie wird sich freuen, wie fein und flüssig du schon lesen kannst. Okay, Weihnachtsmann, das mache ich. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, dann bring ihr die letzten 2 Zimtplätzchen, die deine Mutter für euch gebacken hat. Deine Oma Anneliese, sie war schon als kleines Mädchen eine Naschkatze. Ich kann mich sehr gut an sie erinnern. Ho, 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 ho. Sie kann zwar nicht mehr so gut kauen in letzter Zeit, aber sie wird es lieben, des Nachts an den leckeren Keksen zu schnuppern, wenn sie nicht schlafen kann. Ho, 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 ho. So, Kinder, gibt es denn noch andere unter euch, die sich etwas anderes wünschen, außer immer nur Geschenke? Also ich bin der Martin. Also, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wünsche ich mir, dass sich die Mutti und mein Vater wieder vertragen. Ich wünsche mir, dass der Vater bei uns wohnt und nicht Onkel Steffen. Den mag ich gar nicht. Aber da das nicht passieren wird, deswegen wünsche ich mir lieber den Chemiebaukasten. Oh, ho, 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 ho. Nein, lieber Martin, diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Ich kann dir nicht dabei helfen, dass deine Eltern sich wieder vertragen. Das tut mir leid. Ja, und ich, Weihnachtsmann, ich bin die Luise. Und ich wünsche mir schon so lange eine kleine Schwester. Aber meine Mama möchte kein Kind mehr haben. Sie sagt, das wäre viel zu teuer. Und außerdem, da weiß man ja gar nicht, ob der Mann bei einem bleibt, wenn man ein Kind in die Welt setzt. Deswegen möchte ich lieber die Frisierpuppe und die Schminke haben. Ja. Ho, ho,
ho, ho, ho. Und ich bin die Lena. Ich will gern einmal in den Urlaub fahren. Ich würde so gern das Meer sehen und darin schwimmen. Aber meine Mutter hat schon viele Jahre keine Arbeit. Und sie sagt, das können wir uns nicht leisten. Dann möchte ich lieber einen eigenen Fernseher. Da kann ich auch das Meer drin sehen. Ho, 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 ho. Ich bin der Jonas. Und ich wünsche mir, dass meine Mutter nach der Arbeit nicht immer so müde ist und so schlechte Laune hat. Sie hat keine Nerven für mich, sagt sie, weil sie sich tagsüber immer schon so stark konzentrieren muss. Da will ich lieber meine Playstation, da bin ich immer beschäftigt und abgelenkt. Und dann hat meine Mutter ihre Ruhe vor mir. Oh, 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 oh. Ich möchte gern Schlagzeug lernen, aber das ist zu laut, sagen meine Eltern. Das könnte die Nachbarn stören. Außerdem wissen sie nicht, wie lange ich das durchhalte und ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Daher will ich lieber die Nerf-Schießpistole. Oh, 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 oh. Kinder, ich sehe, es ist nicht so leicht für euch. Die Dinge, die ihr euch wirklich von Herzen wünscht, die bekommt ihr nicht. Aber dafür bekommt ihr viele Geschenke, teure Geschenke. Es ist tatsächlich nicht so einfach, wie ich dachte. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Ha! Ich habe eine wirklich gute Idee. Ho, 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 ho. Ich gebe euch etwas, was ihr von niemandem sonst bekommen könnt. Moment, jetzt muss ich erst einmal ordentlich in den großen Geschenkesack hineingreifen. Wartet, Kinder. Ho, ho, ho. Hier, Kinder, hier habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Etwas, was ihr nirgendwo bekommen werdet. Das verspreche ich euch. Halt, Kinder! Langsam, langsam! Für jeden ist einer da. Ho, 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 ho. Es ist genug für alle da. Ja, dies ist eine Art Glückskeks. Kein chinesischer Glückskeks. Nein, sondern viel besser. Ein Weihnachtsmann-Wunderkeks. Ho, ho, ho. Wann immer ihr davon abbeißt, dann könnt ihr ein Stück glückliche Kindheit fühlen. Das ist zudem ein Keks, der niemals wirklich alle wird. Wenn ihr wenigstens ein Stück davon übrig lasst, dann wächst der Keks wieder nach. Habt ihr jeder einen? Ho, 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 ho. Na, Kinder, wie findet ihr das? Ich glaube, ich hätte doch lieber ein anderes Geschenk von der Wunschliste. Ho, 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 ho. Nun, Kinder, ihr habt Glück. Denn die Geschenke, die ihr auf der Wunschliste eingetragen habt, die werden bei den meisten von euch morgen unterm Weihnachtsbaum liegen. Die von euch, die weniger Glück haben und die weder Geschenke bekommen noch zu Heiligabend und in der Weihnachtszeit einen schönen Tag haben werden, denen rate ich dringend, ein Stück von dem Weihnachtsmann Wunderkeks zu essen. Dann werdet ihr euch gleich viel glücklicher fühlen. Das verspreche ich euch. Ho, 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 ho. So, Kinder, dann bleibt mir wohl nichts weiter, als euch schöne Weihnachten zu wünschen. Weihnachtsmann, ich habe noch einen Wunsch. Machst du bitte, dass der Schnee die ganzen Ferien liegen bleibt? Das liegt leider nicht in meiner Macht. Ho, 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 ho. Aber wenn du das wünschst, dann werde ich bei Frau Holle ein gutes Wort für dich einlegen. Und vielleicht ist dann auch die Goldmarie mit von der Partie. Die schüttelt einwandfreien Schnee vom Himmel. So, liebe Kinder, dann will ich mal weiterreisen und schauen, wer noch ein paar Weihnachtsmann-Wunderkekse aus meinem großen Geschenkesack gebrauchen kann.
Gehabt euch wohl, Knaben und Mädchen, und ein gesegnetes Weihnachtsfest für euch und eure Lieben. Ho, 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 ho. Damit rauschte der Weihnachtsmann mit großem Gebrause und einem lauten ho, 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 aus dem Klassenzimmer. Die Kinder saßen noch eine Weile vollkommen unbeweglich auf ihren Stühlen. Dann stand Hannes auf und hielt seinen Weihnachtsmann-Wunderkeks in die Höhe. Ich schmeiß meinen Keks jedenfalls in den Müll! Dann warf Hannes seinen Weihnachtsmann-Wunderkeks in hohem Bogen in den Mülleimer. Tor! 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 Juhu! Getroffen! Los, Leute! Was ich kann, könnt ihr auch! Schmeißt den Keks in den Müll! Werft den Mist weg! Der Weihnachtsmann hat doch gesagt, dass wir morgen bessere Geschenke unterm Tannenbaum liegen haben. Die Sachen von der Wunschliste. Darum geht's doch. Und um nichts anderes. Los, Leute! Weg mit dem Weihnachtsmann-Wunderkeks! Die Kinder hörten natürlich auf Hannes, denn Hannes hatte in der Klasse nun mal das Sagen. So liefen sie eine nach dem anderen zum Mülleimer und warfen ihre Wunderkekse zu zerknülltem Papier und Frühstücksresten in den Müll. Nur der dicke Martin, der immer hungrig war, steckte sich seinen Weihnachtsmann-Wunderkeks gleich im Ganzen in den Mund. Auch Anna-Rose war nicht zum Mülleimer gelaufen. Niemand hatte das bemerkt, denn Anna-Rose war ein ruhiges Kind, was ohnehin nur selten einmal auffiel. Sie biss heimlich ein winziges Stückchen Weihnachtsmann-Wunderkeks ab und schluckte es langsam hinunter. Als danach das Klassenzimmer verließ, da schaute sie traurig auf den Mülleimer voller Weihnachtsmann-Wunderkekse. Vielleicht hätte es jemanden gegeben, der sich darüber gefreut hätte, aber nun lagen die ganzen wundervollen Weihnachtsmann-Wunderkekse im Müll. Was für eine Verschwendung. Anna-Rose seufzte. Dann lief sie über den schneebedeckten Gehweg und es passierte etwas Seltsames. Die sonst so stille Anna-Rose begann sich plötzlich laut lachend im Kreis zu drehen. Dabei sang sie mit klarer und wohltönender Stimme vor sich hin und es war ihr zur Abwechslung einmal vollkommen gleichgültig, ob sie jemand dabei sah. Auch der dicke Martin war keine 3 Schritte auf der Straße gegangen, da überfiel ihn so ein unbändiges Glücksgefühl, dass er sich laut lachend im Schnee wälzen musste. Dann baute er einen Schneemann und er war sich sicher, so gut hatte noch nie ein Kind jemals einen Schneemann hinbekommen. Und so waren es dann diese 2 Kinder, Martin und Anna-Rose, die an diesem letzten Schultag des Jahres ganz besonders glücklich waren. Und was ist aus dem Lehrer geworden, der an diesem Tag so vollkommen seine Verpflichtungen, seine Pünktlichkeit vergessen hatte? Wenn er nicht immer noch im Bistro sitzt und aus dem Fenster schaut, dann hat er sich vielleicht bis zum Ende der Ferien besonnen, dass er nun mal Lehrer ist und jeden Tag pünktlich zur Schule fährt. Aber wer weiß, vielleicht ist alles auch ganz anders gekommen. Niemand weiß, was passiert an den wenigen höchst seltenen Tagen, an denen der Weihnachtsmann seine Weihnachtsmann-Wunderkekse verteilt.